Für günstige FIFA Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IGPOL aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFA Gaming 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit Juventus Turin, beziehungsweise erstmal mit der italienischen Nationalmannschaft, Leute, denn es geht in die ersten Spiele der, was ist das überhaupt, EM-Quali, oder? Ich glaube EM-Quali gegen Griechenland und danach gegen Slowenien. Steht das hier? EM-Quali, genau, EM-Quali steht an, sehr geil. Ich bin gespannt, Leute, wie es laufen wird. Donnarumma verletzt, naja gut. Ihr könnt mal reinschreiben, Leute, was meint ihr? Gewinnen wir beide Spiele? Hashtag ja, Hashtag nein in die Kommentare, aber ich glaube schon. Donnarumma, wie gesagt, verletzt. Irgendwie Gehirnerschütterung. 10 Tage fällt der aus, nicht so schlimm. Deswegen Bianchi Mano kriegt. Ich weiß gar nicht, ob der. Doch, der hat schon mal gespielt, aber. Wohl? Doch, ich glaube, der hat schon mal gespielt. Wenn nicht, egal. Länderspieldebüt läuft auf jeden Fall. Lasst mir mal gerne Like da, lasst mir mal gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und täglich einschalten, ne, wenn ihr Lust habt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Leute. Wir haben auf jeden Fall danach auch die ersten Champions-League-Spiele anstehen. Oh, das erste Champions-League-Spiel gegen... Ah, ne. Vorher gegen Anderlecht. Boah, ich wollte schon sagen, Alter, gegen Barca direkt. Könnte auch Krise werden, aber gut. Vorher noch gegen Anderlecht zum Reinkommen. Naja, unsere Gruppe ist okay. Mit Barca ist eigentlich ganz nice. Eine Top-Mannschaft ist mal ganz gut. Check noch gerne meinen Shop aus. Ja, nice Design. Schwarz-Weiß als T-Shirt, als Pullover. Orange, Blau und Grün in allen 4 Camouflage-Farben, Leute. Das hier gibt es auch noch. Schwarz und Weiß. Als T-Shirt, als Pullover, also checkt es gerne aus. Kissen, Tassen, Turmbeutel, ihr wisst es, nice LED-Lampe. Und die Handyhüllen in den 4 Camouflage-Farben, Orange, Blau, Rot und Grün. Also wenn ihr Lust habt, gerne abchecken, ja. Und gratis Autogrammkarte gibt es auch noch dazu, zu eurer Bestellung. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr mal gerne abchecken. Ich danke euch für euren Support, Leute. Und dann würde ich sagen, ab geht's, Leute. Gegen Griechenland. Als Gast sind wir am Start. Auswärtsspiel für uns. Aber gut, gegen Griechenland sollte auch ein Auswärtsspiel machbar sein. Manolas haben die am Start. Sokratis, die Innenverteidigung ist nicht schlecht. Bernadeschi allerdings mit dem 1:0. Donis haben die, ne? Das ist der von Stuttgart. Sonst, weiß ich nicht, Papadopoulos, ist das der vom HSV, weil er die Nummer 9 hat? Der ist eigentlich Innenverteidiger, aber der hatte früher ja auch beim HSV die Nummer 9 als Innenverteidiger, weil der auch immer mal, da war der immer mal wieder im Sturm unterwegs. Wenn die zurücklagen, ein ganz komischer Spieler. Ich weiß gar nicht, wo der momentan spielt. Eigentlich Legende gewesen, ohne Scheiß. Der Typ war richtig aggressiv immer. Belotti kam noch rein in der 64. für Cutrone und macht sogar noch das 2:0. Nice, 2:0 gewonnen gegen Griechenland. Spanien auch 2:0 gewonnen gegen Rumänien. Aber ich sag mal so, ja, die Gruppe wird ja eh durch... Also entweder wir oder Spanien halt auf 1 und dann wir oder Spanien halt auf 2, ne? Je nachdem halt, wie es läuft. Von daher, naja gut. So, wir müssen jetzt schauen, was wir mit dem machen, Leute. Das Ding ist, wir können halt, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wir können nicht mehr so lange warten. Und der ist ja nicht schlecht. Wie gesagt, das einzig, der hat halt nur ein, was heißt nur, Potenzial bis 88 vom Ding hier. Aber das ist ja nicht schlecht, ey. Das ist ja wirklich nicht schlecht. Ich glaube, wir verpflichten die Leute. Wir probieren es einfach mal aus. Ja. Wir haben auch keinen, bislang noch keinen Jugendspieler für die Defensive. Wir haben eigentlich immer Mittelfeldspieler oder offensivere Spieler. Und der ist halt auch mal ein defensiver Spieler. Deswegen, und wie gesagt, ich kann jetzt nicht mehr ganz so lange warten. Weil sonst wird der irgendwann sagen, ich will den Verein verlassen. Deswegen, wir werden ihn einfach mal ins Profiteam übernehmen. Und Vertrag akzeptiert. Wir geben ihm einfach mal die Chance. Mal gucken. Vielleicht nutzt er die Chance natürlich irgendwie. Ist natürlich jetzt auch nicht optimal, dass wir noch einen neuen Außenverteidiger geholt haben dieses Jahr. Letztes Jahr hätten wir natürlich noch ein bisschen besser gebrauchen können, aber gut. Was soll's, hier ist er 64. Vielleicht kann der auch Innenverteidiger. Ja, der kann auch Innenverteidiger, nice. Ah, der ist 1,80. Aber ich finde es immer besser, wenn die Spieler halt so ein bisschen Allrounder-mäßig aufgestellt sind. Ja, das heißt, dass sie nicht nur eine Position spielen können, dann sogar mehrere. Oh, anfällig für Verletzungen, dein Ernst, ey. Das kann doch nicht wahr sein, ich glaub's nicht. Na gut, wir probieren es aus. Wir werden den auf jeden Fall mal mit ins Training nehmen. Und wer weiß, man. Vielleicht macht er sich gut. Der ist eh die größte Legende, Innenverteidiger mit 4 schnellen Skills. Kann man machen, Digga. Wir werden den auf jeden Fall mal mit ins Training nehmen hier demnächst. Wir haben nur einen Tag Zeit und dann mal gucken, ne? Vielleicht wird der hier der neue Außenverteidiger bald. Wer weiß.
Wer weiß, nein, och, Mann, ich wollte eigentlich pausieren, damit wir das Training noch mitnehmen können. Das gibt's doch nicht. Monatliches Scouting-Update verfügbar. Schauen wir mal, ob hier wieder der ein oder andere gute Jugendspieler am Start ist. Sieht bislang nicht danach aus. Sieht gar nicht danach aus. Na gut, die Franzosen konnten wir hier alle vergessen. Was sind wir hier? Brasilianer. Mal gucken hier, ob hier der ein oder andere am Start ist, den wir eventuell gebrauchen können. Wir probieren es einfach. Oh. Der ist 73, Leute. Okay. Probieren wir auch mal. Ja, Leute, was sollen wir machen? Wir müssen ausprobieren bei ein paar Spielern. Kann man eh vorher schlecht vorhersagen. Von daher müssen wir dem einen oder anderen einfach die Chance geben. Geht ja nicht anders. Jetzt gleich gucken wir wieder nach und ich schwöre es euch, keiner von denen hat über 60. Kein einziger. Dieser Acevedo, der ist ganz nice. Also das war der Gute. Sozusagen bis 73 hatte der. Oh, Digga. Joa. Kann man mal machen, Alter. 65er Gesamtrating. Jetzt schon 1,1 Millionen Mark wert, Alter. Geil. Boah, das sind immer die Spieler, auf die ich hoffe, halt, dass die mit einem 75er, über 65 oder halt über 60 gesamt, damit die halt wenigstens gelbe Stats haben hier. Der hat orange, der hat rot, das war es komplett, aber gelb ist schon ganz nice. Aber das ist noch nicht mal dieser Acevedo. Wo ist ein Acevedo? Ich dachte eigentlich, Acevedo wäre der ganz gute hier. Ey, Digga, das kann doch nicht wahr sein. Das ist immer das, ne? Junge. Alter, warum hat der 50? Da stand 50 bis 73. Der hat genau 50. Willst du mich verarschen? Ja, ist klar, Alter. Da steht 50 bis 73. Die höchste Range überhaupt. Und dann hat der 50 im Endeffekt. Ey, das kann doch wieder nicht wahr sein. Ich fass es nicht. Ey, ohne Witz, ne? Das mit den Jugendspielern. Man erwartet bei den Besten, da kannst du nur am wenigsten erwarten. Und bei den eher Schwächeren, wie bei dem einen da. Ah, ist jetzt eher schwächer. Der war jetzt auch nicht schwach. Aber der ist dann auf einmal der Beste, weißt du? Canseco holt sich Spieler des Monats Award im August. Sehr geil. So, ein bisschen durchtauschen ist die Frage. Rogani kommt mal raus, Caldara kommt mal rein. Wie heißt Caldara? 28, boah, das ist auch schon 28, what? Rogani? Auch 28, krass. Krass, krass, Alter. Auch nicht mehr die Jüngsten, Alter. Wir müssen mal langsam für Nachwuchs sorgen, vor allem in der Defensive. Alter, das wird Krise, ey. Aber gut, 28, ich meine, die Innenverteidiger, die können noch 8 Jahre spielen gefühlt, von daher, oder wie Buffon 42 und können die noch 14 Jahre spielen, ist nicht mal die Hälfte der Karriere oben gerade, ja, läuft auf jeden Fall, weiter geht's. Gegen Slowenien, zweites EM-Quali-Spiel. Slowenien nicht zu unterschätzen, Mois Ken mit dem 1-0, Barea holt sich in der ersten Minute Geld ab, Kutrone mit dem 2-0, die haben gute Spieler, Mann. Oblak im Tor, Megamaschine, Kampel haben die noch, ja gut, das war's noch mehr oder weniger. Kranjic haben die auch noch, der ist nicht schlecht im Sturm. 4-0, WTF, Kutrone mit dem Dreierpack, Alter. Ja, kann man machen, Alter. Letztes Spiel noch ausgewechselt für Belotti. Belotti kam rein, hat 2-0 gemacht und dieses Spiel Kutrone bleibt und schnürt einfach mal hier eisekalt einen Dreierpack und sollte, denke ich mal, damit dann auch die Torjägerliste anführen, oder? Achso, jetzt sind wir hier direkt wieder. Das stört mich, dass wir nach 3 Spielen 7 Punkte haben. Das stört mich richtig, ey. Aber gut, kann man nichts machen. So, Trainingseinheit. Pass auf. Wir wollten. Wir müssen mal Audero rausnehmen. Da tut sich auch nicht mehr so viel. Wenn ich ehrlich bin. Da tut sich nicht mehr wirklich. Wir können natürlich auch. Warte mal. Wo ist der hier? Wir können natürlich auch unseren Jugendspieler hier trainieren. Da, Ferreira. Können wir natürlich auch trainieren. Na gut, aber wir probieren es erstmal da hier mit Renault. Mittlerer Trainingseinheit machen wir mal. Da müssen wir uns einen Torwart jetzt hier rausnehmen. Ich wollte ihn ja immer mal wieder gerne ausleihen, aber kam halt nichts zustande irgendwie so. Ne? Das ist halt das Problem. Bruno geht hoch auf 77, den wollte ich auch gerne ausleihen. Romano wollten wir auch ausleihen, aber ich weiß auch nicht, Mann. Die wollen irgendwie, weiß ich nicht, Alter. Die wollen die nicht ausleihen, die anderen. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß es echt nicht, Leute. Südafrika schlägt Rivalen Ägypten. Okay, läuft auf jeden Fall. Ah, okay, die Abschlussberichte sind da. Wir schauen mal ganz kurz. Das waren ja die Jugendspieler, die wir vor der Saison vorgeschlagen bekommen haben. Ich kann es doch mal vergessen, ohne Scheiß. Ich habe da noch nie einen guten Spieler vorgeschlagen bekommen. Ohne Scheiß, noch nie. Noch nie. Da brauchst du gar nicht mal gucken. Das sind immer vor der Saison, steht da immer. Ja, diese Spieler sollten sie im Blick halten für die kommende Saison. Und die haben alle immer 50er Rating. Aber gut, wir beobachten jetzt mal. Vielleicht
geht da ja einer hoch in einer Saison auf 70 oder so. Wer weiß, Alter. Dann holen wir einen von denen, aber sonst kannst du komplett vergessen, Alter. Hat keinen Sinn, Mann, ohne Witz. Oh, Neymar ist runter auf 91. Was ist das denn, ey? Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. Wir kommen, Digga, wir kriegen dieses volle 90er-Plus-Team. Ah doch, Dembélé, ey, wir könnten reinstellen. Haben wir ein volles 90er-Team. Okay, volles 90er-Team wäre am Start. Aber natürlich nicht positionsgetreu, leider. Wir haben Dembélé mit 89 geholt. Der ist hoch, fällt mir gerade auf. Der ist direkt hoch auf 90. Läuft. Dann haben wir unser volles 90er-Team am Start. Wie gesagt, nicht positionsgetreu. Besser wäre es natürlich positionsgetreu. Oh, Sanchez, glaube ich, auch hoch auf 89. Da war, glaube ich, vor auf 88, kann das sein? Ich weiß nicht. Aber wir hätten unser volles 90er-Team, Leute, am Start. Also, nicht schlecht, Leute. Ab geht's. Nächstes Ligaspiel gegen Sassuolo Calcio. Zuletzt dreimal verloren gegen Neapel, Bergamo und Genua. Ja, läuft auf jeden Fall nicht bei Sassuolo. Aber wir gucken mal, ne? Die haben Zapata. Zapata ist eine Maschine, beziehungsweise in echt war der richtig krass. Eggestein haben sie sich geholt. Mit der Nummer 10 sitzt auf der Bank. Mbappé mit dem 1-0. Saul holt sich die gelbe Karte ab. Di Francesco mit dem 1-1. Ey, bitte nicht schon wieder unentschieden. Leute, wir wollen einen neuen Punkterekord aufstellen. Wir wollen die 107 Punkte aus der letzten Saison toppen. Und haben hier nach 4 Spieltagen schon 2 Unentschieden auf der Uhr, oder was? Das war's dann wieder. Ey, Sancho kommt. Oh, Umtiti, wichtiges Ding. Wichtiger Sieg, Mann. Umtiti in der 84. Alter, nice. Boah, das war wichtig. Sonst hätten wir schon das zweite Unentschieden jetzt nach 4 Spielen. Also dann wäre der Punkterekord auf jeden Fall schon over. Das wäre schon auf jeden Fall gegessen. Ich meine, das ist mehr oder weniger jetzt schon gegessen mit einem Unentschieden nach 4 Spieltagen. Weil da wird auf jeden Fall noch der ein oder andere Punktverlust dazukommen, ist ja klar. Aber gut, wir werden es mal sehen, Leute. Champions League steht an gegen Anderlecht, war das erste Spiel, oder? Ich meine gegen Anderlecht, ja, gegen Anderlecht. Das wird allerdings alles in der nächsten Folge geben, Leute, ja. Da starten wir in die Champions League-Saison. Ich hoffe, ihr seid am Start. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, nichts dazu verpassen. Shop auch auschecken. Nice Design, schwarz-weiß als T-Shirt, als Pullover. In Orange, Blau, Rot und Grün in allen 4 Farben. Das gibt es auch in Schwarz und Weiß als T-Shirt, als Pullover. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe haben wir auch am Start. Handyhüllen, ja, in Orange, Blau, Rot und Grün. In 4 Camouflagefarben und gratis. Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also checkt es mal gerne aus, wenn ihr Lust habt, wenn ihr mich unterstützen wollt. Das war's, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut da rein und ciao.